sind TuS Lichterfelde! Der TuS Lichterfelde. Hier dreht sich alles um das kleine Weiße. Hockey, das ist Dynamik, Schnelligkeit und Teamgeist. Also ich glaube, jeder steht für jeden hier ein. Also wenn man mal sich so umhört von Spielern anderer Vereine, dann hört man nicht selten, dass bei uns ein guter Teamgeist vorhanden ist. Man trifft sich auch neben dem Platz, sei es zum Kaffee trinken, wie auch immer. Im letzten Jahr stiegen die ersten Männer in die Bundesliga auf. Der größte Erfolg in der gut 40-jährigen Vereinsgeschichte. Das wurde honoriert, unter anderem auch mit dem dritten Platz beim Amateursportpreis 2017. Die Freude darüber? Riesig. Ich denke, das hat man auch beim Amateursportpreis selber gesehen, wie wir auf der Bühne gefeiert haben. Ich glaube, der Kommentator des Abends hat es passend getroffen da, indem er meinte, was wäre passiert, wenn wir gewonnen hätten. Ja, feiern, das können sie. Doch aktuell geht es für den TuS Lichterfelde in der ersten Liga gegen den Abstieg. Der soll natürlich verhindert werden. Also Ziel ganz klar ist jetzt in der Rückrunde, die jetzt anfängt, den Klassenhalt in der ersten Bundesliga und dann vielleicht in der Hallensaison mal weiter als das Viertelfinale zu kommen, sprich das Final Four zu erreichen. Am Zusammenhalt im Team sollte das auf jeden Fall nicht scheitern.